Und damit hallo und herzlich willkommen zu Return of the Tentacle Prolog. Return of the Tentacle ist der inoffizielle Nachfolger von Day of the Tentacle, einem LucasArts Klassiker und mittlerweile aus der heutigen Videospielszene kaum noch wegzudenken. Den meisten von euch wird dieser Titel wahrscheinlich gar nichts mehr sagen, da dieses Spiel selbst älter ist als ich und das ist kaum vorstellbar. Aber deswegen schauen wir uns das hier mal an und fangen am besten direkt auch mal gleich an. Ich habe heute wieder Michelle mit dabei. Hey. Die wird das Ganze hier so ein bisschen begleiten. Und ja, ich sehe hier oben auch gerade, wir können Trophäen freischalten. Persönliche Errungenschaften. 0 von 43 freischalten. Böser Junge, zerstöre fremdes Eigentum. Hab ich dich. Jetzt bleib Was ist dort. das? Das heißt so viel wie. Weiß ich nicht. Die müssen wir Jetzt wahrscheinlich. erkenne ich es, das ist ja süß. Ja, es ist süß. Das müssen wir wahrscheinlich hier erst freischalten, damit wir das sehen. Jetzt bleibt dort, wie die Zeit vergeht. Fühlt sich gut an. Bodybuilder, Ich will gar Cocktailmixer. nicht wissen, was das heißt, fühlt sich gut an. Erfahren wir dann. Es geht ja um Tentakel. Ja. Gut, nochmal. Spiele den Prolog durch. Zum Verrücktwerden. Macht dieses Haus eigentlich alle verrückt? Den Überblick behalten. Ich hab's eilig. Guter Junge. Speedwalker, beende das Spiel unter 30 Minuten, beende das Spiel unter 12 Minuten. Also damals Maniac Mansion konnten auch ziemlich schnell durchspielen, wenn man wusste wie, aber wir gucken einfach mal. Schlägertyp, Gewalt ist keine Lösung, Wassersparer, ein Hoch auf die Dummheit, versuch dir deinen Weg zu verbauen. Netter Versuch, versuche ein Rätsel auf nicht beabsichtigte Art zu lösen. Ich hoffe, ich spoiler gerade nicht zu viel, aber so gesehen wissen wir auch selber noch nicht, was das hier bedeutet. Ich glaube, das reicht. Erzähl mir mehr. 500 verschiedene Textzeilen gehört. So many speaks, such wow, 111. 750 verschiedene Textzeilen gehört. Es ist ein Hörbuch, 1000 verschiedene Textzeilen gehört. Gerade mal die Hälfte. Dies mit dem, finde 10 einzigartige Kombinationsdialoge. Experimentierwahn, finde 20 einzigartige Kombinationsdialoge. Adventure Fetischist, finde 30 einzigartige Kombinationsdialoge. Taschenbausatz und kein Taschenbausatz. Das sind die Errungenschaften. Achso, es geht noch weiter. Ja. Trophäenjäger. Alle Errungenschaften freigeschaltet. Und 14 versteckte Errungenschaften verbleibend. Details für Errungenschaften werden enthüllt, sobald diese freigeschaltet sind. So, zurück. Dann gucke ich nochmal kurz unter Optionen. Ja, das sieht alles gut aus. Mit Untertitel, oder? Ja. Ja, machen wir mit Untertitel anwenden. Und jetzt gucken wir nochmal die Credits an. Nein, Spaß. Wir fangen natürlich direkt an. Der Mond hat Pickel. Sternklarer Himmel, die Hühner fliegen. Das eine Hund hat ein richtiges Sacken. Das haben Hühner meistens. Wir sitzen zu Hause in unserem Haus auf dem Hügel mit dem Penisbaum und dem Eisbaum. Und kauen und werden unterbrochen. Wer klingelt denn so spät? Ach so, die Post. Vielleicht ist ja endlich eine Antwort auf meine Kontaktanzeige dabei. Für Hoagie. Eine Rechnung. Werbung für Billigjuwelen. Ein Brief von Purpurtentakel. Was? Als ich Dr. Freds böses mutiertes Tentakel das letzte Mal gesehen habe, musste ich mit Hoagie und Laverne ein verschwitztes T-Shirt teilen und in meiner Toilette rumwühlen. Haha, ihr dummen Menschen! Ich bin zurück, um die Welt zu erobern! Oh nein! Ihr werdet es bitter bereuen, meine Pläne durchkreuzt zu haben! Ich bin jetzt noch böser als je zuvor! Und werde dich, Laverne und Hoagie töten. Und zwar in dieser Reihenfolge. Hochverachtungsvoll, Purpur. Wie furchtbar. Purpur ist wieder zurück, will die Welt erobern und sich an uns rächen? Aber das Schlimmste ist, ich bin als Erster dran. Was soll ich tun? Ich brauche Hilfe. Dr. Fred.
Auch wenn ich dachte, ich wäre die verrückten Ältestens los. Aber es sieht wohl so aus, als müsste ich zurück zum Tollhaus. Schon wieder. Ich muss sofort los. Doch ich sollte noch dafür sorgen, dass Hoagie und Laverne Bescheid wissen. Damit beginnt unsere Geschichte mit diesen dramatischen Ereignissen. Und wir sind die Ersten, die sterben sollen. Spielen wir ein kurzes Tutorial? Natürlich spielen wir ein kurzes Tutorial. Das ist auch wirklich kurz. Denke ich mal. Wir müssen als Erstes, wo sind wir? Da. Müssen wir hier hinklicken. So bewegen wir uns. Da liegt der Brief. Da erscheinen Augen und eine Hand. Ich klicke jetzt mal mit rechts euch drauf. Das ist der Brief von Purpur-Tentakel. Wahrscheinlich zum Untersuchen. Dann nochmal mit links zum Nehmen. Ach so, also das rechte Symbol ist für die rechte Maustaste, das linke für die linke Maustaste. Jetzt haben wir den Brief im Inventar. Okay, wenn wir nach unten ziehen, öffnen wir die Inventarspalte, gehen auf den Brief von Purpur und klicken mit links drauf. Da drücken wir die Leerzeile. Okay. Da haben wir so kleine Hilfen. Und wir sollen ihn aufs Sofa legen oder aufs Popcorn. Zu unauffällig. Errungenschaft freigeschaltet. Guter Junge. Nee, ich glaube. An die Zimmertür? Ich hänge den Brief lieber woanders hin. Wir sollen ihn aufhängen. An die Pinnwand. So, Brief. So, hier dürfte der Brief nicht zu übersehen sein. Jetzt kann ich los. Wir wollten ja die anderen informieren. Wir gucken jetzt nochmal Pinnwand. Dort hängen wir wichtige Notizen auf, die wir alle wissen müssen. Können wir hier was irgendwas machen? Was soll ich anpinnen? Nur was anpinnen. Es regnet nicht mehr. Ich hätte lieber einen gelben Regenschirm. Da geht's raus. Habe ich mir fast gedacht. War ja auch die Haustür. Die liegt schon 3 Tage da. Kochwäsche ist erst nächste Woche dran. Oh, dann liegt also noch weitere 7 Tage da. Tja. Eine Auffangvorrichtung für erschöpfte Gemüter. Das Bild da oben. Ja. Mist. Genau 1 Zentimeter zu groß für also meine Hosentasche. Diese Lavalampe, das Was Bild. Ist zu groß für seine Hosentasche? Die Pizza? Mist. Genau 1 Zentimeter zu groß für meine Hosentasche. Ich bin leicht angewidert. Popcorn? Ich will Hoagie nichts wegessen. Wie ich Hoagie kenne, sind da jetzt auch andere Aromen drin. Oh, oh, ich will's gar nicht wissen. Was liegt hier auf dem Sofa und er will's nicht wegessen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist die Band, wo Hoagie als Roadie arbeitet. Hoagie als Roadie? Was ergibt keinen Sinn? Was sind Pancreas? Meinen die Pancakes? Beiße die diabolischen Pancreas? Ich bin überfragt. Ein weiteres sinnloses Foto im Weltall. Zu langweilig. Eine Erinnerung an den Moment, als Laverne, Hoagie und ich uns aus einem großen Pullover befreit haben. Den vollgeschwitzten Pullover? Nee, es war ein vollgeschwitztes T-Shirt, oder? Nee. Das macht überhaupt keinen Sinn. Durchsuchen in Ruhe alles. Darin ist gar keine Lava, sondern 2 flüssige Stoffe mit ähnlicher Dichte und unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten. Ich hasse Nerds. Sie muss am Strom angeschlossen sein, sonst leuchtet sie nicht mehr. Bevor ich den wieder benutzen kann, muss ich den Heimhelm richtig konfigurieren. Den was? Bevor ich den wieder benutzen kann, muss ich den Heimhelm richtig konfigurieren. So, dann hätten wir alles, oder? Hier oben liegt noch eine Unterhose, die habe ich gerade komplett übersehen. Die andere Tür noch. Das ist nicht meine, also fasse ich sie nicht an. Der Junge hat Ahnung. Eine Auffangvorrichtung für erschöpfte Gemüter. Bei der Unterhose? Igitt. Nee, da Igitt. Sich selber kann er nicht. Die Tür zu Lavernes Zimmer. Ich soll nicht in Lavernes Zimmer, wenn sie nicht da ist. Das hatten wir erst neulich. Was er da wohl wollte? Da nach draußen, würde ich sagen. Die Hand ist süß, aber... Okay. Cat-Mic Games präsentiert.
hätte die Kuh jetzt. Ich hätte die Kuh jetzt, weil er irgendwie seinen Kopf aus dem Fenster. Die Kuh ist auf jeden Fall da. Der Alter. Dr. Fred! Sieh an! Wenn das nicht der größte Vollidiot ist, der dieses Haus je betreten hat! Dr. Fred, Pupo hat mir einen Brief geschickt. Er ist zurück und will Hoki und Laverne und mich umbringen. Und dieser Brief ist echt? Ja, ganz sicher. Die Farbe des Briefes war purpur. Außerdem hat er mit hochverachtungsvoll unterzeichnet. Meine Güte, dann muss es ja stimmen. Bitte, Dr. Fred, Sie müssen uns helfen. So muss ich das. Wenn ich mich recht entsinne, warst du doch derjenige, der ihn vor 2 Jahren freigelassen hat. Aber Sie haben Purpur erfunden. Und hätte Ihre Matschmaschine kein Mutagen in den Fluss gepumpt, dann... Außerdem will er wieder die Welt übernehmen. Na, wenn das so ist, ich habe auch schon einen Plan. Wirklich? Das ist ja großartig. Dr. Fred? Wo sind Sie hingegangen? Nach einer rasanten Tour über Stock und Stein, durch Berg und Tal, mit einer Kuh, gegen einen Baum, sind wir endlich bei dem mysteriösen Dr. Fred mit seiner Phallusnase angelangt. Und Monobraue. Und das? Nett. Die Tür ist nett? Ich glaube nicht, dass Dr. Fred nach draußen gegangen ist. Ich genauso wenig. Ich schaue ja auch nur. Chuck, die Pflanze, können wir mit der sprechen? Der wird von Mal zu Mal größer. Hi, Chuck. Umarmen können wir uns später. Was? Wie ein Kaktus umarmen? Hi, Chuck. Umarmen können wir uns später. Ich will nochmal gucken. Damit wir auch gar nichts übersehen. Auf der Klingel steht drücken. Nett. Er findet Türen also nett? Nett. Er findet alle Türen nett. Naja, er will auch einen Kaktus im Arm. Ich glaube nicht, dass Dr. Fred in sein Büro gegangen ist. 99 Cent pro Minute. Vielleicht sollte ich irgendwann mal wieder meine Mama anrufen. Aber nicht jetzt. Das ist kein Mobiltelefon. Funktioniert trotzdem. Das ist der Eingang zu Dr. Freds Geheimlabor. Er ist da rein oder er ist die Treppe hoch? Er ist da rein. Meinst du? Was war da mit der Tür drüben? Ich will auch nichts verpassen. Ich glaube nicht, dass Dr. Fred hier lang gegangen ist. Dann wird das nichts. Dann glaube ich das auch nicht. Dann guck jetzt mal oben. Ich glaube nicht, dass Dr. Fred nach oben gegangen ist. Oder wollen wir gar nicht nach oben? Ich glaube nicht, dass Dr. Fred nach oben gegangen ist. Gut, das nimmt uns dann die Scheidung... Das nimmt uns die Entscheidung dann natürlich ab. Hoffentlich schlage ich mir nicht wieder den Kopf auf.